Das ist also die berühmte Toskana in der Mitte Italiens. Ja, das Wetter könnte noch ein Ticken besser sein, aber hey, ist ja auch bei dieser Aufnahme Ende Dezember 2022 und dafür ist das schon ganz okay. In dieser neuen Episode von Everywhere gucken wir uns also heute das frisch renovierte Crota Giusti an, das jetzt seit dem optischen Refresher auch zur Autograph Collection von Marriott gehört. Das checken wir gleich gemeinsam nach dem Intro. Habt ganz viel Spaß dabei. Get me everywhere. Ja, und so sieht das Ganze dann auch schon von außen aus. Das Hotel ist nämlich nicht nur Hotel und Grotte, sondern auch ein Thermalschwimmbad, das eben auch von externen Gästen genutzt werden kann. Das ganze Anwesen ist dabei schön eingebettet in ruhiger Natur und frische grüne Bäume und Sträucher schlingen sich drumherum. Gucken wir uns aber später auch nochmal ein bisschen genauer an. Ja, und von außen macht das Ganze auf mich schon mal einen sehr guten Eindruck. Doch, wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Fabian. So sehe ich also aus, wenn ich versuche, ein Selfie im Spiegel zu machen. Und dieses Video ist keine Werbung, denn es sind unsere Aufnahmen und wir zeigen dir am Ende, wie übrigens bei jedem Hotel-Review auf diesem Kanal, auch die Rechnung, also was wir für diesen Aufenthalt bezahlt haben. Also, lasst uns beginnen. Und wir checken erstmal ganz royal über den roten Teppich ein. Bei der Ankunft wird euch dann freundlicherweise auch gleich der Koffer abgenommen, sodass ihr an der Rezeption ohne Gepäck Platz nehmen könnt. Hier wird euch entweder ein Glas Sekt oder Wasser als Begrüßungsgetränk angeboten. Dazu gibt's dann auch noch ein warmes Erfrischungstuch. Das war toll. Das hatten wir das letzte Mal auf unserem Kanal übrigens im W auf Koh Samui in Thailand. Wenn du dir dieses Strandresort mal anschauen möchtest und dich dafür interessierst, dann gucke doch gerne, nachdem du dieses Video geschaut hast, gerne mal in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich es dir nochmal verlinkt. Zum Lobby bzw. Rezeptionsbereich gehört auch diese noch weihnachtlich dekorierte Bar. Aber mal abgesehen von der Weihnachtsdeko haben mir die bemalten Decken vor Ort schon ziemlich gut gefallen. Wollen wir doch aber jetzt auch mal aufs Zimmer gehen. Gebucht hatte ich das ganz normale Standardzimmer und dank des Marriott Bonvoy Platinum Status gab es ein Upgrade auf, ja, immer noch ein Standardzimmer, aber jetzt mit Parkblick. Eigentlich stände uns ja auch eine Suite zu, aber ja, wie bereits erwähnt, es war Weihnachten und deswegen war das Hotel pickepacke voll. Macht ja auch nichts. Auf dem Grundriss bzw. Fluchtwegeplan sehen wir, dass hier in diesem Trakt alle Zimmer die gleiche bzw. ähnliche Größe haben. Und gleich nach dem Reingehen ist auf der rechten Seite auch schon direkt das Badezimmer. Hier gibt's ein Bidet, Toilette und ein Waschbecken, sowie diverse Amenities. Eine Walk-in-Regendusche mit Pflegeprodukten von Culti Milano gab es übrigens auch.
machen wir damit auch gleich weiter mit Bett und Komfort. Halt, nee. Vorher werfen wir noch einen Blick links in den Schrank. Hier gibt's ein Safe und die vorhin im Intro genannte Box. Ja, aber was ist drin? Na, nur der Föhn. Ja, sorry, nicht so spektakulär. Rechts daneben ist dann noch eine Kaffeemaschine, gratis Wasser und die Minibar. Die war allerdings nicht im Preis inklusive. Ja, und das hier war der Willkommensbrief und das Willkommensgeschenk. Es ist lustig, dass ich weltweit immer mit Mr. Fabian angesprochen werde, obwohl das ja eigentlich gar nicht mein Nachname ist. Aber ja, lustig, es ist ja trotzdem immer wieder. Und seht ihr diese Tüte da? Beim Check-in wurde ich nach der gewünschten Bademantel und Schuhgröße gefragt und nachdem ich dann also mein Zimmer bezogen hatte, wurde mir dann auch eben Slipper, Bademantel und eine Badekappe in der richtigen Größe gebracht. Tolle Sache. Und pst, die Badekappe könnt ihr auch mitnehmen. Gegenüber des Bettes ist ein Minitisch und der Fernseher. Ja, und zum View fahren wir das Musikbett mal etwas runter, denn woran erkennt man Luxus? Unter anderem auch an Ruhe und die werdet ihr in diesem Ressort definitiv finden. Kommen wir jetzt zu den Ressortaktivitäten und da könnt ihr hier natürlich auch ins Fitnessstudio gehen. Oder wenn das nichts ist, vielleicht eine Runde Tennis. Im Sommer lohnt sich dann auch der erste Außenpool, der nur für Hotelgäste zugänglich ist. Schaut jetzt natürlich im Winter nicht ganz so prickelnd aus, aber ich kann mir vorstellen, dass im Sommer das alles schön hergerichtet wird. Ja, und zum Spa kommen wir jetzt. Die meisten Leute kommen hier wegen des Wellnessbereichs und der hauseigenen Grotte in das Hotel. Aber Achtung, die Grotte ist nicht im Übernachtungspreis inklusive. Regulär für Externe kostet ein, ja Achtung, auch hier limitierter Besuch für 50 Minuten schlappe 50 Euro. Als Hotelgast könnt ihr das ganze feuchtwarme Entspannungstreatment aber reduziert für 25 Euro dazu buchen. Das geht spontan und flexibel. Solltet ihr aber darüber hinaus für einen dreistelligen Betrag aber auch noch im Salzwasser euch unter Beobachtung treiben lassen wollen, dann bucht das bitte circa eine Woche vorher, denn sonst ist das laut Spa-Rezeptionistin nur schwer zu realisieren, da das Ganze auch nur nach Schließung der Grotte um 18 Uhr für euch ermöglicht werden kann. Ja, das hätte man mal ein bisschen besser kommunizieren können, finde ich. Entweder vorab bei der Buchung oder vielleicht auch als Pre-Arrival-Mail.
Ja, however. Ihr seht ja gerade nur ein paar Ausschnitte der Grotte. Ganz am Ende des Videos habe ich euch die Extended Version dazu gepackt. Da bekommt ihr dann eine ganze und unkommentierte Tour durch diese Unterwelt, wenn ihr so wollt. Ja gut, aber nicht nur die Grotte machen das Spa aus, sondern auch diverse Saunen, Dampfbäder und Pools. Werfen wir doch da mal einen Blick drauf. Ja, und auch hier im öffentlich zugänglichen Bereich gibt es trotzdem noch Bereiche, die nur Hotelgästen vorenthalten sind. Was ich finde, ja, ist ein guter Kompromiss, oder? Kommen wir dann auch schon zu der nächsten Kategorie Essen und Trinken. Und was darf in Italien natürlich nicht fehlen? Eine Pasta. Oder wie in diesem Fall, eine Pasta Carbonara. Und noch ein Mini-Blick zum Frühstück, was mich leider servicetechnisch völlig enttäuschte. Dazu gleich im Fazit mehr. Bleibt aber am Ende wie immer noch die Beantwortung der Frage, was habe ich für diese eine Nacht im Dezember 2022 bezahlt? Das waren 237 Euro für die Übernachtung sowie 27 für die Pasta. Dazu kommen, wie bereits gesagt, noch erwähnt die Kosten für die Grotte in Höhe von 25 Euro dazu. Im Rating gibt es von mir für dieses Hotel also eine 7 von 10 möglichen Punkten. Abzug für die Tatsache, dass die Grotte nicht inklusive gewesen ist, die Zimmer leider absolut hellhörig waren und der Frühstücksservice langsam, unaufmerksam und unfreundlich gewesen ist. Schade, das zerstörte so ein bisschen die Illusion von einem tollen toskanischen Spa-Aufenthalt. Aber mal davon abgesehen, war dann doch alles fein. Ich checke trotzdem aus mit gemischten Gefühlen und komme vielleicht wieder. Mal schauen. So, und damit sind wir aber noch nicht am Ende des Videos angekommen, denn jetzt kommt, wie versprochen, die vollständige Tour durch die Thermalgrotte des Hotels als kleines Special. Da verabschiede ich mich an dieser Stelle aber trotzdem schon einmal, würde mich wie immer an dieser Stelle über ein Abo hier bei YouTube und bei Instagram freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Everywhere aus dem Renaissance Hotel Il Giocco. Und bis dahin, habt eine gute Woche und jetzt viel Spaß in der Grotte. Bis bald.